Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute werfen wir wieder einen Blick in die Vergangenheit, schauen uns die Neuzugänge aus dem Dezember 2017 an und stellen uns gemeinsam die Frage, schon gelesen oder suppt es noch? Und ich habe wieder in meinem Bullet Journal geguckt, dass es 9 Neuzugänge waren. Also wie es scheint, zieht es sich so ein bisschen, jetzt dann auch schon sozusagen im dritten Jahr, so ein bisschen dahin, dass ich mir im Dezember denke, so Steffi, jetzt ist Schluss mit den Massen an Neuzugängen, die du sonst das ganze Jahr über hast. Und ich glaube, ich hatte mir auch für letztes Jahr Dezember vorgenommen, einstellig zu bleiben, was ich ja sozusagen geschafft habe. Und ich habe mir ja für dieses Jahr im Dezember vorgenommen, also so 5 im Höchstfall. Eigentlich möchte ich so gefühlt, also es waren glaube ich 2 Neuerscheinungen, die mich interessiert haben, die ich gerne auch im Dezember ja, mir besorgt hätte, beziehungsweise ja auch, das eine glaube ich war auch dann noch ein Hörbuch, was mich einfach interessiert hätte, und Geschenke einfach mal ausgeklammert, wobei ich glaube ich jetzt auch auf meinen Wunschzettel gar nicht so viele Bücher als Geschenk habe, aber ja. Man sieht, der Dezember ist so das Jahr, wo man denkt, ach, der Monat, in dem braucht man mal nicht so viel, weil man einfach durch Nikolaus, Weihnachtsfeiern und natürlich auch Weihnachten selbst dann doch ein bisschen überfüllt wird, auch einfach mit Buchgeschenken, Gutscheinen, worauf ich mich ja immer mega freue. Und ja, aber lange Rede, kurzer Sinn, lasst uns gemeinsam in die ja, Neuzugänge aus dem Dezember 2017 gucken und sehen, welche 9 Bücher es waren und wie viele ich davon gelesen habe. Ja, da sehen wir mich wieder in meiner wunderbaren Ecke sitzen. Ich, da war der Sessel, glaube ich, auch wie im letzten Monat noch auf der Seite, nicht auf der da drüben. Aber man sieht schon ein bisschen Weihnachtsdeko. Ich denke mal, dass das Anfang Januar ja gewesen sein wird. Weil ich glaube, bei uns wird ja die Weihnachtsdeko immer so um den 10. verräumt. Aber ich finde, man sieht ja Steffi schon an, dass sie einen Monat künstliche Sonne hinter sich hat und sehr gesund aussieht für einen Januar. Ja, so ähnlich wie heute. Ja, das erste Buch, ja, das Monats war dann Audrey und ich, A Girl's Night In von Lucy Hollins, habe ich gelesen, habe gefühlt zu spät gemerkt, dass das vom Cover her nur einfach ein Buch ist, das ich irgendwie schon kannte, beziehungsweise von dem schon wusste, dass es mir eigentlich nicht gefallen würde, warum auch immer ich da so verwirrt war. Ich fand es leider nicht so richtig gut. Ich glaube, es ging ja da irgendwie darum, dass ein Mädel, das irgendwie Familienprobleme hat, geschiedene Eltern hat, irgendwann in der Theatergruppe irgendwie ist und dort sitzt auf einmal auf der Couch Audrey Hepburn. Es gab ja dann, glaube ich, auch noch Marilyn Monroe und Jackie Kennedy. Oh, ich weiß es nicht mehr. Mich hatte der erste Band leider nicht gekriegt. Ich glaube sogar, dass ich das abgebrochen hatte. Ich erinnere mich leider nicht mehr so richtig daran, aber ich weiß, dass es nicht so ganz ja, mein Fall gewesen ist. Und ja, obwohl das Cover schon sehr cool ist, wie ich finde, mit diesem Aquarell dahinter und dieser schwarzen Audrey Hepburn. Ja, das hat schon was. Dann ist eingezogen Sturmmelodie von Alexandra Fuchs. Ein Buch, das mir sehr gut gefallen hat. Das ist aus dem Drachenmond Verlag, wenn ich mich nicht täusche. Habe ich, glaube ich, im Januar oder Februar gelesen. Hat mir sehr gut gefallen. War vom Schreibstil sehr innovativ, sehr Fantasy-mäßig und fand ich wirklich super, super schön. Fand ich ganz toll, dass dieses Büchlein zu mir gefunden hat und war wirklich eine Geschichte, die mich überrascht hat. Ja, auch so ein bisschen vom Tiefgang, von der Idee und ja, auch optisch ist das bei den Drachenmond Verlagsbüchern ja immer ein kleines Highlight, was ich wirklich immer sehr, sehr schön finde. Winterliebe und ein Wiesel von Emma Wagner. Ja, hier muss man ganz klar sagen, hat mich natürlich total das Cover angefixt. Ich habe es auch gelesen, ich glaube auch direkt noch im Dezember, eben als Winter-Weihnachtsbuch. Ich weiß, dass es mir nicht so richtig gefallen hat. Ich glaube, es war sehr viel Klischee, sehr viel, weiß ich nicht, es war sehr einfacher Schreibstil. Ich glaube, ich habe es beendet, aber ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, was das Wiesel in dieser Geschichte verloren hatte. Es hat keinen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Dann der kleine Teeladen zum Glück von Manuela Inusa. Ist ja, glaube ich, eine 5- oder 6-teilige Reihe, die in dieser Lane irgendwo in England spielt, wo man verschiedene Läden hat, unter anderem eben diesen Teeladen. Und ich habe es mit dem Teeladen probiert und auch den zweiten Teil habe ich noch gelesen. Es war halt sehr einfach. Genau, das ist die Schokolaterie, glaube ich, war der zweite Teil. Dann gab es noch irgendwie ein Wollparadies, ein Antiquariat und ich weiß nicht, was es noch gab. Und ja, es war irgendwie okay. Mir hat diese Idee gefallen, dass wir hier diese unterschiedlichen Läden haben, diese unterschiedlichen Besitzerinnen und die auch irgendwie alle ein bisschen befreundet sind, versuchen ihre Themen so aufeinander abzustimmen, aber der Stil war halt sehr einfach und auch so die Dialoge, auch die Charaktere, das war nicht sehr tiefgründig, das waren sehr einfache
Charakter, ich mochte es nicht so richtig. Ich habe deswegen auch, glaube ich, einfach danach dem zweiten Buch aufgehört. Ja, das neue Buch von Julia und Horst Drosten hat uns nach Wien, glaube ich, nein, nach Budapest geschickt. Das Mädchen mit der goldenen Schere, jetzt habe ich natürlich tatsächlich vergessen, wo es gespielt hat. Ich glaube, es ist das Wien oder Budapest. Wie komme ich auf Ungarn? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ein Buch, ich mag die Drostens unglaublich gern. Ich mag diesen Schreibstil, ich mag diese historischen Geschichten, die sie aufgreifen. Wir reisen nicht nur in der Zeit mit den Drostens, sondern auch immer an irgendeinem Ort. Besonders schön, ich fand ja das von Marokko ganz toll, in Ägypten toll, in Indien. Das hat mir immer unglaublich gut gefallen und ich mochte auch hier, wie wir so diese Zeit erleben, was es so mit der Schneiderei so ein bisschen zu tun hatte, mit diesen ganz besonderen, wie man eben mit Stoffen umgeht. Und ich mochte das Buch sehr. Ich glaube, was mich ein bisschen gestört hatte, war irgendwas in den Dialogen, dass da der Dialekt so gesprochen wurde, mit dem ich nichts anfangen konnte. Es war es dann vielleicht doch wienerisch. Ich bin gerade verwirrt, aber gut. Ja, dann habe ich von Hazel Gaynor das Mädchen aus dem Savoy gelesen. Das war so, glaube ich, mit die erste Geschichte, die so ein bisschen in dieser frühen Historie gespielt hat, was sich ja dann das ganze Jahr bei mir so ein bisschen hingezogen hat. Also historisch, ich sag mal so ab 1850 übers 20. Jahrhundert. Und auch das Mädchen aus dem Savoy hatte diesen Eindruck. Und das Savoy ist ja ein sehr bekanntes Hotel. Und ich habe das Buch in guter Erinnerung. Auch die Blutkönigin von Sarah Beth Durst habe ich gelesen. Kann mich aber irgendwie nicht so richtig dran erinnern, was es mit der Blutkönigin auf sich hatte. Ich würde sogar jetzt vermuten, dass ich es gar nicht weitergelesen habe, sondern abgebrochen habe. Ich gucke mal, ob ich gerade was in meinem Gesicht erkennen kann. Ich weiß noch gar nicht, ob ich es da schon gelesen hatte oder nicht, aber ich kann mich nicht erinnern. Also ich bilde mir, also ja, ich habe es auf jeden Fall gelesen, das weiß ich. Natürlich, glaube ich, war auch ein Rezensionsexemplar, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich muss gleich mal in eine Bücherwoche gucken, wo ich das gelesen habe. Ah, das ist natürlich, ah ja, manchmal, ja, bei so vielen Geschichten kann man sich gefühlt leider nicht alles merken. Ja, da redet die Steffi lange um den heißen Brei. Was wird sie uns jetzt zeigen? Das ist auch schon irgendwie, ist das komisch. So von sich, naja, ja, ihr findet es wahrscheinlich nicht komisch. Ihr denkt jetzt, was hat sie denn? Sie weiß doch, dass sie ihr eigenes Video anguckt und ich mache hier gefühlt einfach nicht weiter. Und dabei bin ich ja hier schon auf 1,5 Geschwindigkeit. Ah ja, es ist von Worten berührt bei mir eingezogen als echtes Buch von der lieben Jackie Fellgut. Das war, glaube ich, ein Buch, das ich zwar schon gelesen hatte, aber noch nicht in meiner Sammlung als echtes Buch hatte. Und sie hat mir das dann so um die Weihnachtszeit auch zugeschickt, worüber ich mich mega gefreut habe. Es ist dann natürlich auch signiert und es waren auch noch zwei, drei andere Kleinigkeiten in diesem Paket. Und ich bin einfach ein Fan von den Büchern von Jackie und auch das hat sich besonders schön angefühlt. Und ja, ich bin ein Fan. Ich liebe diese Liebes- und Lebensgeschichten. Und auch hier haben wir wirklich auch so eine wunderbare Lebensgeschichte von einer angehenden Autorin. Ganz, ganz toll. Hat mir gut gefallen. Ja, und dann war auch noch dabei Auf der Suche nach dem Glück. Ich glaube, dass ich diese zwei Bücher gar nicht als Neuzugänge gezählt habe, weil sie ja nicht auf dem Sub gelandet sind. Ich glaube, wir kommen jetzt wahrscheinlich bei über den neuen raus, weil ich zähle ja Bücher, die ich mir im Hardcover nachkaufe oder im Buch nachkaufe, dann nicht mehr zum Sub. Ja, Lesezeichen waren auch bei, unter anderem auch von der Weihnachtsgeschichte, die ich ja auch absolut geliebt habe, ich glaube vor 2 Jahren, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und ich war so happy, dass ich diese beiden Bücher in meinem Fellgut-Regal jetzt hinstellen konnte und ja, das hat mich echt mega gefreut. Und wie gesagt, ich kann von der lieben Jackie die Bücher wirklich nur empfehlen. Auch das Weihnachtsbuch, was man ja jetzt noch aktuell vor Weihnachten auch lesen könnte. Spätestens, wenn es einen Schneemann und Tannenbaum namens Fred und George gibt. Dann tut sich mein Herz auf und ja, dieses Paket hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und hat mich mega gefreut. Ah, die Schmuckausgabe, ja, ist Weihnachten letzten Jahres bei mir eingezogen. Der dritte Teil und der Gefangene von Azkaban. Mittlerweile ja auch wirklich gelesen. In diesem Jahr habe ich ja Harry Potter gereadet und habe Band 1, 2 und 3 auch als Schmuckausgabe gelesen. Welch ein Glück, dass ich mit dem Video schon vorher angefangen habe. Ja, dieses Jahr gelesen, es lohnt sich. Also ich finde wirklich, auch wenn man die normalen Bücher im Hardcover, Taschenbuch, was auch immer zu Hause hat, ich finde die Schmuckausgaben lohnen sich. Auch wenn die teurer sind, aber die haben wirklich wunderschöne Illustrationen, die sich nicht auf die Filme
beziehen, sondern wirklich so auf die Fantasie, wie sie sich auch J.K. Rowling unter anderem vorgestellt haben. Allein wie Harry darin gezeichnet sind und die Charaktere Severus, hier dann natürlich auch Sirius. Wirklich großes, großes Kino. Ich glaube, dieses Jahr gibt es keinen vierten illustrierten Band, einfach weil man ja diese 20 Jahre Bücher rausgebracht hat, also alle 7 Bücher nochmal in einer anderen Form. Deswegen wird es dieses Jahr keinen geben, aber ich vermute mal, dass man im nächsten Jahr dann den vierten herausbringen wird und ich weiß auch, dass der dann nächstes Jahr spätestens zu Weihnachten bei mir einziehen wird und ja, ich wirklich abgöttisch ein Fan davon bin. Ja, ein Hörbuch ist eingezogen, Kill Shakespeare. Das ist ein Hörspiel, ein Audible Original von Connor McCreary und das hat mir leider nicht so gefallen. Das umschließt ja so die Idee, dass alle Charaktere, die irgendwann mal in einem Shakespeare-Buch aufgetaucht sind, eben alle zusammenkommen und ja, eigentlich einen Hass auf Shakespeare haben, denn er hat sie ja sehr oft leiden lassen und ja, daran möchten sich die Charaktere rächen. Ich bin ein großer, großer Shakespeare-Fan und ich mag den Stil und ich mag auch die Geschichte und Legenden, Mythen, die sich um William Shakespeare ranken, sehr gerne. Aber mit diesem Hörspiel konnte ich nicht viel anfangen. Zudem war meine Erwartungshaltung durch Monster 1983 wohl einfach sehr groß, was dieses Hörspiel ausmacht, was das überhaupt nicht irgendwie wiedergeben konnte. Zum anderen fand ich auch die ganzen Charaktere, die man aus Büchern kannte, die einfach überhaupt nicht so gehandelt haben, wie man es irgendwie aus den Geschichten kennt und ich fand das einfach nicht gut. Ich glaube, ich habe es auch gar nicht zu Ende gehört, aber ja, hat mir nicht wirklich gut gefallen und ja, war glaube ich auch eins der wenigen Bücher, die ich bei Audible je umgetauscht habe, weil es mir einfach gar nicht gefallen hat. Ja, das waren jetzt die 9 echten Neuzugänge, wobei Harry Potter, ich weiß gar nicht, ob ich den rechnerisch drin hatte und eben die 2 Bücher von Jackie, die ich ja im Grunde vorher schon gelesen habe und einfach als echtes Buch bekommen hatte. Ich weiß gar nicht, habe ich Harry in diesen 9 drin? Ich habe jetzt auch gar nicht mitgezählt. Aber theoretisch alle Bücher gelesen, alle Bücher geschafft, das ist wirklich eine ganz tolle Quote. Also ich bin da immer wirklich selbst ganz begeistert. Bei der Blutkönigin muss ich einfach tatsächlich nochmal nachgucken, wann ich das gelesen und gehört habe. Oder wenn ich das gelesen habe und auch besprochen habe, wie ich es dann fand, weil ich mich da so gefühlt überhaupt nicht dran erinnere, ich mir aber sicher bin, dass ich es gelesen habe. Ja, ein toller Neuzugänge-Monat mit tollen Büchern, ein ja, toller Rückblick, alle Bücher gelesen, Haken dran an diesen Monat und das freut mich wirklich auch immer sehr, wenn man sieht, dass einfach Bücher, die man sich anschafft, eben auch gelesen werden. Also ich finde, es gibt ja nichts Schlimmeres, wenn man einfach Subleichen hat, die habe ich auch. Bei einem aktuell noch 3-stelligen Sub überhaupt keine Frage, aber man möchte sich ja auch von vielen Büchern einfach nicht trennen. Ich misste zwar auch immer mal meinen Sub aus, aber ja, eher tatsächlich die Bücher, ja, die ich eben gelesen habe und nicht für hervorragend befunden habe, die dann eher mal ausziehen. Aber ja, so handhaben wir das ja alle ein bisschen anders. Ich hoffe, ihr hattet jetzt wieder Spaß bei meinem Rückblick und ja, vielleicht habt ihr ja das ein oder andere Buch von diesen Neuzugängen auch zu Hause auf dem Sub oder schon gelesen. Dann lasst es mich gerne wissen. Ich ja, wünsche euch nur noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ja, macht schön gut. Bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.